Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befassen uns heute mal wieder mit dem Thema Chemie, sind hier bei der 9. Vorlesung angelangt und wir werden jetzt mit der qualitativen Analytik anfangen. Ich werde das in zwei Videos präsentieren. Der erste Teil hier werdet ihr gleich sehen, das deckt, sage ich mal, eher die Trennverfahren ab, während der zweite Teil dann tatsächlich die qualitative Analytik darstellt. Und zwar schon vorbereitend auf die Quantitativanalytik. Die Unterschiede, die erkläre ich gleich. Aber das Schöne dabei ist, Analytik allgemein, egal ob qualitativ oder quantitativ, das ist die Chemie der Farben, der Fällungen. Die Sachen, die sind wunderschön und bunt und machen eigentlich immer Spaß, wenn man jetzt natürlich nicht gerade riesen Zeitdruck hat. Haben wir hier aber nicht, deswegen wird das ganz toll werden. Wir erklären natürlich zunächst in Punkt 1 die Grundlagen. Womit hat es hier auf sich? Was ist das Analytik? Was ist qualitative Analytik? Ehe wir zum zweiten Thema kommen, Eindampfung, Verkochung, Trocknung. Verschiedene Begriffe, fast dasselbe, minimale Unterschiede, aber die kann man eigentlich alle zusammenfassen. Wie gesagt, am ehesten ein Trennverfahren. Auch der dritte Punkt, Verbrennung, meist eher ein Trennverfahren als ein analytischer Endschritt. Und viertens die Sublimation, ja, quasi die Eindampfung ohne den flüssigen Aggregatzustand zu erreichen. Das schauen wir uns auch genau an. Und mit all diesen Varianten hier können wir bereits schon Analytik betreiben, qualitativ. Theoretisch sogar quantitativ in gewisser Weise. Machen wir aber später. Aber diese Schritte hier sollten am ehesten erstmal als Trennschritte gedacht werden, die allerdings bei der Analytik wichtig und auch vorbereitend unbedingt notwendig sind. Gut, fangen wir mit den Grundlagen. Qualitative Analytik, was ist das? Ja, das ist eigentlich die Lehre davon, festzustellen, aus was für Stoffen oder was für Verbindungen Gemische bestehen. Das ist meist bei homogenen Gemischen der Fall. Bei allen anderen ist es recht einfach. Hier rechts abgebildet sieht man grün eingefärbtes Wasser und darüber die typisch leicht gelbliche Ölschicht. Das ist schon mal rein optisch gut getrennt, sage ich mal, analysierbar mit einem Blick. Dafür brauche ich keine wirklichen Trennverfahren. Außer natürlich, wenn ich, wie hier rechts dargestellt, die in zwei Phasen wirklich trennen möchte. So, im Gegensatz zu heterogenen Gemischen, wie hier Öl-Wasser, wo sie schon optisch unterschieden werden können, ist das bei homogenen Gemischen wie Leitungswasser oder Luft nicht möglich. Das heißt, hier reichen unsere, ich sage das jetzt mal, biologisch gegebenen Fähigkeiten, Auge mit Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, der Hand und so weiter nicht aus, sondern hier müssen wir erst einmal einige chemische oder physikalische Verfahren anwenden. Oftmals wird das durch Indikationsverfahren gemacht oder auch Trennverfahren, werden die verschiedenen physikalischen oder chemischen Eigenschaften der einzelnen Stoffe des Gemischs ausgenutzt, um diese zu trennen oder halt um eine eindeutige Aussage treffen zu können, ja, diese Eigenschaft ist für den und den Stoff typisch und damit habe ich ihn analytisch bestimmt. Ja, kommen wir zu den Indikationsverfahren. Hier wird mittels eines Nachweismittels, den sogenannten Indikator, das Vorhandensein bestimmter Stoffe nachgewiesen. Das Prinzip beruht auf die Ausnutzung verschiedener chemischer Eigenschaften durch das Auslösen chemischer Reaktionen. So kann zum Beispiel eine farblose Säure Unitestlösung hineingegeben werden und man wird feststellen, dass sich dann das Farblos zu einem Rot umwandelt, weil der Unitestindikator mit den Protonen oder dem Überschuss von Wasserstoffionen, das ist dasselbe, reagiert. Und ja, die kommen natürlich nur bei Säuren vor. Damit ist diese Rotfärbung ein eindeutiger Indikator dafür, dass hier eine Säure vorliegt. Bei Trennverfahren, mit denen wir uns jetzt hier im ersten Teil eher befassen, Indikationsverfahren sind eher für das zweite Teil, da wird halt mittels Trennvorgänge wie Erhitzen, Schmelzen, Zentrifugieren oder Filtrieren Stoffe voneinander getrennt. Das Prinzip beruht auf die Ausnutzung verschiedener physikalischer Eigenschaften, mit denen die Einzelstoffe getrennt werden. Beispiel. Nehmen wir ein Alkohol-Wasser-Gemisch, das auf 90 Grad Celsius über einen Destillationskolben erhitzt wird. Da Alkohole einen Siedepunkt kleiner 90 Grad Celsius haben, Siedepunkt, das ist halt die Temperatur, bei denen der Stoff von flüssig zu gasförmig wechselt, und Wasser einen Siedepunkt von 100 Grad Celsius hat, verdampfen nur die Alkohole, die als Dampf in einen separaten Kolben abgeleitet werden, und damit können wir diese beiden an sich homogen gemischten, optisch eindeutig vermischten und nicht trennbaren Flüssigkeiten voneinander trennen aufgrund ihrer Siedepunktunterschiede.
Das erste Verfahren, mit dem wir uns befassen, ist die Eindampfung, Verkochung oder auch Trocknung. Alle drei Begriffe beschreiben mehr oder weniger dasselbe Grundprinzip. Ein homogenes Flüssigkeitsgemisch wird aufgrund verschiedener Siedetemperaturen voneinander getrennt. Oftmals werden diese Verfahren nur als Zwischenschritt oder zur Vorbereitung der qualitativen Analyse verwendet, um die Stoffe erstmal voneinander zu trennen. So kann zum Beispiel ein unbekanntes homogenes Flüssigkeitsgemisch erhitzt werden, bis nur noch in dieser gelöste Feststoffe verbleiben. Damit hat man schon mal eine Trennung, allerdings keine qualitative Bestimmung, denn es kann nur gesagt werden, dass das Flüssigkeitsgemisch einen darin gelösten Feststoff enthielt. Man könnte natürlich nach und nach erhitzen, die Temperatur immer um 1 Grad Celsius erhöhen und schauen, wann anfängt was zu sieden, diesen Stoff abführen und dann in Tabellen nachschlagen, welche Stoffe diese Siedetemperatur haben. Die Destillation ist an sich nichts anderes als eine Verdampfung, um eine Flüssigkeit von einer anderen zu trennen, die einen anderen Siedepunkt aufweist. Durch den Siedepunkt kann, wie schon gerade erläutert, festgestellt werden, welcher Stoff vorliegt. So siedet Ethanol, also trinkbarer Alkohol, sein Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig bereits bei 79 Grad Celsius, während Wasser erst bei 100 Grad anfängt zu sieden. Kleiner Fakt am Rande, reines Wasser siedet nicht bei 100 Grad. Genau genommen siedet reines Wasser überhaupt nicht. Das wissen viele nicht und das glauben mir tatsächlich viele auch nicht, als jeder beim Kochen schon erlebt hat. Das Problem ist aber, beim Kochen hat man viele gelöste Stoffe, hauptsächlich Salzkristalle. Und die führen zu einem sogenannten Siedeverzug, einen kontrollierten Siedeverzug, dass das Wasser verdampfen kann. Hat man aber reines Wasser oder fast reines Wasser, siedet es nicht. Das heißt, man kann es über 100 Grad Celsius erhitzen. Problem ist, oder auch, naja, ich sag's mal spaßig ist, wenn man dann dazu führt, etwas hinzufügt, was einen Siedeverzug herbeiführt, wie Kristalle. Dann haben wir eine physikalische Explosion, weil spontan wird alles flüssige Wasser zu gasförmigem Wasserdampf. Ihr könnt gerne mal mit Sicherheitsvorkehrungen sich euch mal Videos suchen, wo man das euch zeigt, Wasser kann explodieren, wenn es reines Wasser ist und es über 100 Grad erhitzt wird. Aber wie gesagt, im Normalfall hat man das nicht. Erhitzt mir ein Wasser-Ethanol-Gemisch auf 80 bis 90 Grad, also über den Siedepunkt auf jeden Fall, von Ethanol, aber unterhalb von Wasser, dann führt das folglich zu einer Trennung der beiden Gemische und damit auch zur eindeutigen Identifikation. Bei der Destillation, in oben genannten Beispiel, verdampft der Alkohol und steigt als Dampf in die Destillationskolonne auf, das ist hier mit 3 abgebildet. Und oben angekommen, kühlt er ab, wird wieder flüssig und läuft über den Kondensator, hier mit 5 gekennzeichnet, in den anderen Kolben ab. Man könnte es natürlich alles beschriften. 1 die Heizplatte, 13 der Kocher, 14 ist das Wasserbad, 15 ist die Analyseprobe, 2 der Analysekolben und so weiter. Aber das brauchen wir jetzt alles nicht, das ist too much. Damit kommen wir zum Thema Verbrennung. Das hatten wir schon mal gehabt und jetzt der Analytik kann man sagen, dass Verbrennung darauf beruhen, dass Stoffe verschiedener Flammpunkte haben und damit ab einer gewissen Temperatur reagieren. Bei Stoffgemischen hat dies zur Folge, dass zunächst die leicht brennbaren, also bei Niedrigtemperatur brennbaren, Stoffe reagieren. Somit können diese entweder verbrannt werden, um sie aus dem Gemisch zu entfernen, oder zur Bestimmung, wenn bereits andere Trennvorgänge stattgefunden haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nach Trennvorgängen verbleiben einige Feststoffe, die getrennt werden. Einer dieser Stoffe verbrennt unter grellem Licht. Bei Zugabe von CO2 wird der Brand sogar verstärkt. Das kann nur Magnesium sein, da nur dieses diese Eigenschaften aufweist. Ja, richtig gehört. Wenn ihr einen CO2-Löscher habt und es brennt Magnesium und ihr wollt ganz nett und anständig eigentlich auch den Brand löschen, habt ihr ein Problem. Dann werdet ihr nämlich eine wunderbare Stichflamme hervorrufen, weil Magnesium mit CO2 brennt. Auch Metallkationen können leicht bestimmt werden. Hierzu wird ein Magnesiumstäbchen erhitzt und in Borax getaucht. Das wird dadurch dann nochmal erhitzt, wobei sich daran gebundene Wasser abspaltet. Wir haben also hier quasi links unser Borax mit gebundenem Wasser. Das wird dann zu den Rheinborax, das Wasser wird ausgetrieben. Wir können es auch als Formel aussprechen. Na2 in Klammern B4O5 in Klammern OH4 mal Klammer zu mal 8H2O reagiert zu Na2B4O7 plus 10H2O. So haben wir jetzt quasi dieses Borax an das Magnesiumstäbchen gebunden, das klebt dann so, sage ich mal, dran und das Wasser ausgetrieben. Dann hat sich eine Borax-Perle gebildet, mit dem
oder mit der können wir dann das analysierende Metall oder Metalloxid in Verbindung bringen, indem wir quasi einfach da das Pulver reintunken und es dann noch einmal unter einem Brenner erhitzen. Und die Reaktion ist ungefähr immer gleich. Dann haben wir das Borax plus das Metall oder Metallsalz oder Metalloxid, was dann zweimal zu dem Borax-Metall reagiert und dann natürlich noch zu dem Salzrest. Das heißt, den Boraxrest. Je nach Halbmetall ist eine charakteristische Färbung der Flamme zu beobachten, dass das, worum es hier auch geht, und diese nachgewiesen werden können. Dazu habe ich eine kleine Tabelle gemacht, da schauen wir uns das mal an. Glüht die Flamme so fahlviolett, sage ich mal, dann haben wir Rubidium. Bei einer relativ schönen grünen Flamme, die ein bisschen ins Blau geht, haben wir Kupfer. Eine knallgelbe Flamme ist eindeutig für Natrium. Eine fahlviolette Sache ist Arsen. Bor ist auch grün, hier ein bisschen schwer zu sehen, weil unten noch die blaue Brennerflamme etwas reinmischt. Calcium ist eher rot-orange, natürlich im Kern dann aber auch gelb, wie wir sehen. Blei, das wird immer als fahlgrau bis fahlblau beschrieben. Antimon ist auch sehr eindeutig grelles weißes Licht. Strontium kann man leicht mit Calcium verwechseln, ist gelb-orange-rot, aber leuchtet stärker. Kalium ist halt fahlweiß bis rot, lässt sich damit auch von Antimon unterscheiden. Und Lithium ist eine super eindeutige Sache, dieses wunderschöne, ja, manche würden sagen pink, aber so ganz pink ist es gar nicht, ich weiß gar nicht, es ist irgendwo zwischen rot und pink. Keine Ahnung, wie der perfekte Begriff ist, Magnesia-Farbe, Magenta, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das sehr charakteristisch. Und diese Farbe habt ihr alle auch schon mal gesehen, und zwar zum 31.12., wenn Feuerwerkskörper hochgehen, da sehen wir quasi Metallverbrennungen. Das macht die schönen Farben aus. Letztes Thema heute ist die Sublimation. Wird man wahrscheinlich nicht so oft gehört haben. Sublimation ist ein physikalischer Vorgang, bei dem ein Stoff direkt vom festen zu dem gasförmigen Zustand übergeht, also den flüssigen Zustand niemals erreicht. Der umgekehrte Prozess nennt sich Resublimation, es gibt aber andere Begriffe, Desublimation oder Antigasung habe ich auch schon gehört, aber ich glaube Resublimation dürfte der fachlichst korrekte sein. Wichtig ist, das ist nun unterhalb des sogenannten Trippelpunkts möglich. Und der Trippelpunkt, das ist ein, für jeden Stoff, jeder Stoff hat einen Trippelpunkt, das heißt, es stimmt nicht ganz, nicht jeder hat einen, aber die meisten haben einen. Und das ist einfach der Punkt, an dem der Stoff anfängt, drei mögliche Aggregatzustände zu bekommen. Und wenn man auf einer Achse den Druck und auf einer anderen den Temperatur aufträgt, dann kann man da sehen, wo der Trippelpunkt liegt. Das heißt, vor dem Trippelpunkt ist der Stoff entweder fest oder gasförmig und danach kann er fest, flüssig oder gasförmig sein. Physiker kennen auch noch phasenübergangsweise das Plasma. Lasse ich hier jetzt mal weg, weil schwer zu definieren in chemischer Hinsicht, auch wenn das hier quasi physikalischer Background ist. Rechts sehen wir es mal allgemein dargestellt, unten rechts genau für Wasser. Wir sehen, der Trippelpunkt für Wasser ist 0 bar bei 0 Grad Celsius. Und ja, das ist der Punkt, wo Wasser sowohl als Eis als auch als Wasser, flüssig sozusagen, als Wasserdampf vorliegen kann. Und unterhalb dieses Punktes, wenn wir zum Beispiel den Druck senken würden, dann könnte Wasser nur als Eis oder Wasserdampf vorliegen. Ähnlich wie beim Verdampfen mit dem Siedepunkt lassen sich hier Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Trippelpunkte trennen und bestimmen. Ja, bekannte Beispiele dafür sind Bor, Kohlenstoff, Arsen und Kohlenstoffdioxid, was wir am ehesten die Sublimation bei Trockeneis beobachten können. Man stellt sich vor, Trockeneis oder als Feststoff, das stellt man in den normalen Raum rein, dann muss es nicht irgendwie erhitzen. Das wird direkt gasförmig, das wird gar nicht erst flüssig. Jod ist auch ein schönes Beispiel, denn es geht bei Zimmertemperatur und bei Normaldruck teilweise von fest in den gasförmigen Aggregatzustand über. Hat nicht 100% mit dem Trippelpunkt, sondern auch mit dem Dampfdruck was zu tun, das aber by the way. Bei Erhitzung unterhalb der Schmelztemperatur von ca. 110 Grad Celsius geht es sogar vollständig in den gasförmigen über, ohne den flüssigen zu erreichen. Ein Feststoffgemisch kann so zum Beispiel erhitzt werden und die austretenden Gase ohne Verbrennung abgeleitet, um diese so zu bestimmen.
Bei Jod würde sich der graue Feststoff hier links dargestellt bei Zuführung von Temperatur in ein violettes Gas umwandeln und bei Abkühlung würde das Gas wieder zu einem grauen Feststoffkristall resublimieren. Man könnte auch kristallisieren sagen. Das zum Beispiel ist sehr charakteristisch für Jod. Also wenn ihr einen grauen Feststoff habt, der bei Zimmertemperatur oder bei leichten Hitzen auf einmal ein lilanes Gas bildet, das ist Jod. Das ist quasi schon qualitative Analyse. Ihr habt den Stoff bestimmt aufgrund von einer Eigenschaft. So ist qualitative Analyse definiert. So, machen wir dazu mal eine kleine Übung. Erste Aufgabe, einige Metallsalze werden mittels eines Magnesiumstabes, der nach Erhitzen im Borax getaucht wurde, aufgenommen und in einer Flamme gehalten. Um welches analytische Verfahren handelt es sich hierbei und um welche Metalle handelt es sich, wenn folgende Flammen erkennbar waren? Wie immer, pausiert das Video am besten an dieser Stelle, ich springe natürlich zur Lösung und dann vergleichen wir. Viel Erfolg, aber Achtung, es folgt noch eine zweite Aufgabe, die lese ich jetzt allerdings nicht vor, die könnt ihr selbst gleich lesen. Okay, kommen wir zur Lösung. Ja, erstens, das war das, wo wir eine Boraxperle gebildet haben mit dem Magnesiumstäbchen und dann Metall erhitzt haben und die Frage war, welche Flammen gehören zu welchem Metall? Und was ist es für ein Verfahren? Ja, das Verfahren ist ganz einfach eine Verbrennung. Und diese wunderschöne, ja, ich sage es einfach mal, magentafarbene Flamme ist Lithium. B hat mir das eindeutige Grün von Kupfer. C das grelle Weiß von Antimon. Und D das unverkennbare lodernde Gelb von Natrium. Ja, die zweite Aufgabe war ein bisschen schwerer, da musste man sehr stark nachdenken, sage ich mal. Ich hatte euch die Stoffe Calciumchlorid, Wasser, Ethanol gegeben, das alles gemischt. Calciumchlorid homogen gelöst in diesem Wasser-Ethanol-Gemisch, also mit dem Auge nicht erkennbar. Ihr wisst schon, was drin ist, sage ich mal. Aber meine Frage war, wie trennt ihr das und würdet das bestimmen, wenn ihr denn vermuten würdet, dass da drin ist? Ich hatte euch die Schmelzpunkte und die Siedetemperatur gegeben und damit eigentlich schon verraten, ihr müsst es irgendwie erhitzen. Die Frage ist natürlich, in welcher Reihenfolge, wie weit? Und das geht eigentlich nur auf eine Variante, ohne dass man jetzt noch irgendwelche anderen Chemikalien nutzt. Der erste Schritt wäre, wir hetzen die Lösung auf 80 bis 90 Grad Celsius. Also alles, was über die 78 Grad Siedetemperatur und unterhalb der 100 Grad Celsius Siedetemperatur vom Wasser wäre, wäre okay. Idealerweise machen wir das innerhalb eines Destillierkolbens. Das bewirkt, dass das Ethanol gasförmig wird und das können wir dann in einen separaten Kolben getrennt auffangen. Alles andere siedet erst später, dass man höhere Siedetemperatur hat. Wir haben also den Ethanol getrennt. Es verbleibt das Calciumchlorid, das als Calcium- und Chloridion gelöst im Wasser vorliegt. Die können wir auch recht einfach trennen, denn wir erhitzen die Lösung auf mindestens 100 Grad Celsius, maximal 1670, weil da Calciumchlorid siedet. Besser wäre es sogar nicht über 772 zu kommen, weil es dann flüssig wird, wäre aber auch nicht so tragisch. Aber alles zwischen 100 und 1670 Grad wäre möglich. Machen wir das wieder von innerhalb eines Destillierkolbens, dann leiten wir das Wasser als Wasserdampf gasförmig ab, fangen das in einen separaten Kolben auf und es verbleibt ein weißer Feststoff und das ist dann das Calciumchlorid, das nun ungelöst als Feststoff vorliegt, nicht mehr als Calcium- oder Chloridion, denn sie können sich, ja, die sind halt nicht mehr gelöst, sondern haben sich wieder als Feststoff verbunden. Und damit haben wir die drei Fraktionen voneinander getrennt und auch bestimmt. Ja, das ist das Ende vom Video. Der erste Teil war jetzt sehr kurz. Ich wollte eigentlich gerne beides in einen Teil machen, wäre aber deutlich zu lang gewesen. Der zweite Teil jetzt wird deutlich länger. Bin mir nicht mal sicher, ob ich da die 45 Minuten, die ich mir Höchstzeit versuche immer so zu machen, einhalten kann. Aber da es um die Titration ging, wollte ich es nicht nochmal auftrennen innerhalb eines Extragebietes. Ich hoffe, es war für euch interessant. Hoffe, dass ihr das Video einen Daumen hoch gebt, einen netten Kommentar da lasst oder wenn euch was nicht gefallen hat, auch das sagt, damit ich das verbessern kann. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wünsche eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss.